Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe eine Anfrage bekommen, ob ich darüber ein Video machen wollen würde und euch was zeigen wollen würde. Und das hat mir super ins Konzept gepasst, weil, was ist denn hier? Irgendwie rollt meine Rolle nicht so. So, der Tigger ist auch gleich wieder da, weil ich das selber holen wollte. Mal irgendwann. Was ist denn los? Also ich habe mich dafür interessiert, aber bis jetzt noch nicht getraut, da mal zuzugreifen, weil das immer so eine Sache ist. Also ihr habt es ja bestimmt in eine Videobetitelung gelesen. Hut. Es geht um Hüte. Machen wir erstmal meinen Hut. So. So. Ach Gott. Weil ich habe ja schon andersfarbige und so weiß habe ich gedacht, das sieht bestimmt auch ganz nice aus. Vor allen Dingen im Sommer. Und den letzten, den ich hatte, den wollte ich in weiß holen, den gab es aber nicht in weiß. Und der hier, guckt euch den mal an. Schön weiß. Mit einer Krempe. Und hier. Und ein Schildchen. Wir können den auch hier in der Mitte, hier unten, können wir den noch enger machen. Da haben wir so ein Gummiband. Da können wir dran ziehen. Erstmal aufsetzen und gucken. Ich habe einen ziemlich großen Kopf, also sollte eigentlich auch ohne, dass wir den Gummi enger machen, passen. Wartet mal, ich muss ein Stück höher machen. So. Also ich fühle den. Also ich fühle den. Also ich sehe den ja nur auf dem kleinen Bild jetzt. Aber ich muss sagen, ich fühle dich. Was sagst du? Ehrliche Meinung? Ja. Ja, okay. Sehe ich dich nicht so drin. Siehst du mich nicht so drin? Wieso nicht? Ich sehe dich auch nicht als Hutträger, deswegen. Du siehst mich nicht, und Josie sieht mich nicht als Hutträger, sagt sie. Ja. Das funktioniert so nicht mit dem Kleiner machen. Das ist halt praktisch. Oh, ich brauche aber groß wieder. Also ich fühle das. Ja. Ich fühle das. Also der ist auch nicht so hoch. Ja, also der sitzt auch ganz gemütlich. Ja, für das Autofahren, für den Sommer. Der sitzt nicht so weit tief. Ich habe Platz bei den Ohren. Kann ihn vor, zurück machen. Ja. Also ich fühle den. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Also ich finde den eigentlich ganz, vor allen Dingen mit weiß, ich finde den ganz schick. Warte mal, drehen uns mal ein bisschen so lang, dann kann man den vielleicht ein bisschen besser sehen. Aber durch die weiße Gardine macht sich das halt ein bisschen doof. Also ich fühle den. Also definitiv fühle ich den. Den werde ich heute gleich mal aufziehen, wenn wir Juna gleich aus dem Kindergarten holen. Den fühle ich. Mein neuer Sommerhut. Und vor allen Dingen, der ist schön. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wartet mal, ich mach mal so, dass ihr den Monitor im Hintergrund seht. Also praktisch hier, man kann halt durchgucken. Oder auch hier. Beim Fernsehen seht ihr das ja. Praktisch hier müsst ihr denn. Wartet mal. Ach Gott. So, wo kann man denn? Da, wo ist der Bildschirm? Da oben. Da, man kann halt durchgucken. Also ist halt nicht so fest gemacht und so luftdicht. Nee, hat schöne Beatmungslöcher. Verarbeitung sieht auch okay aus. Kann man das auch noch. Den anderen Hut, den ich euch gleich zeigen werde, der ist schon mal ausgepackt worden. Und die Wölbung ist auch gut. Weil bei meinem Einhut, ich finde ja diese Wölbung an den Hüten immer, ja, also, aber bei meinem Einhut ist die weggegangen, die Wölbung. Und auch oben die Kerbe ist nicht mehr so schön. Ich mag das ja, wenn es denn halt so schön anpassen, so, hier, so. Ich mag das. Also so muss ein Hut aussehen, bin ich der Meinung. Ja, das ist mein Favorite. Und? Ja, mein neuer Sommerhut.
nicht so gewöhnungsbedürftig. So, dann kommt der nächste. Den kann ich aber leider nicht aufsetzen. Der war auch schon mal ausgepackt. Der ist für die Kleine. Ja. Meine Frau findet das mit der Kordel jetzt hier nicht so gut. Weil die kann man ja nach innen machen. Aber für den Sommer ist das halt ganz gut, wenn wir am Strand sind. Vor allen Dingen. So. Ich zeige euch da mal was. Hier auch. Also der sieht ein bisschen dichter aus. Ja, vom Material. Ist ein bisschen dichter. Also super für Kinder. Und das Positive ist. So. So Katzen auf. So ein Cowboy-Hut mäßig. Aber man kann das biegen. Und also auch aufbiegen, weil hier ist Metall drin. Und dann hat sie Komplettschutz. Wir lassen das jetzt erstmal natürlich hier oben. So. Aber wir könnten das praktisch rein theoretisch dann im Sommer dann auch aufbiegen. Also einfach nur auf runter gemacht. Und dann hat sie rundum, dass halt mehr Schatten ins Gesicht kommt. Und die Kleine hat ihn auch schon aufgehabt. War auch schon total begeistert. Den werden wir heute auch gleich mitnehmen. Den kann sie heute dann gleich wieder aufsetzen. Und hier ist auch so ein Lederband drumherum. Und hier ist dann halt wie so ein Gürtelchen. Sieht man das? Ja. Ja? Ich kann ja mal versuchen. Also ich werde nicht ganz oft kriegen. So. Also für mich ist er jetzt definitiv zu klein. Ja, also sieht eher aus, als wenn ich Irokesen gerade trage. Ah, Josie, passt er dir? Ja. Nee. Doch, der sitzt komplett drauf. Also wegen dem ganzen, ja. Aber Josie kommt jetzt garantiert nicht vor der Kamera, weil die hat Jahre nicht gemacht. Die ist nämlich vorzeitig aus der Schule nach Hause gekommen, weil sie kotzt hat. So. Ja, und jedenfalls habe ich jetzt praktisch für mich einen Sommerhut. Und für die Kleine, für mich wollte ich schon immer so einen weißen haben, habe mich da aber nicht so getraut, weil beim letzten Mal halt, wie gesagt, bei dem, den ich bei mir in der Stadt gekauft hatte, hier die Wölbung rausgegangen ist, das hier oben war nicht mehr so schön und da konnte ich auch nicht stellen. Hier bei dem kann ich so ja mit Hilfe des Gummibandes so ja was enger machen, finde ich sehr gut. Und so ein Kinderhut hat mich auch schon interessiert. Ja, so kann man auch als für ein Cowboy-Kostüm nehmen. Ja, wenn es als Cowboy geht oder was weiß ich, die kleine Maus. Ja, und ich finde den, also selbst, also wenn der ein groß wäre, für mich, also ich würde den auch noch holen, würde ich sagen. Also ich würde den auch noch tragen. Sag ich so, wie es ist. So, den Link packe ich euch natürlich dazu in die Videobeschreibung. Ja. Ich werde ihn jetzt die nächste Zeit tragen, wenn ich draußen bin. Und dann kann ich euch auch demnächst noch mehr dazu sagen. Wenn ihr da Interesse dazu habt, einfach in die Kommentare schreiben, ob da Interesse besteht oder nicht. Und dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen oder Träumchen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.